Die besten Driver der Welt bekommen ihren Schlägerkopf im Auf- wie im Abschwung so weit weg vom Körper wie möglich, ohne dabei den Kopf und den Oberkörper in die gleiche Richtung mitzunehmen. Was sich jetzt erstmal kompliziert anhört, ist eigentlich in Wahrheit relativ simpel und wird von den Profis ein großer Arc oder Wide Arc auf Englisch genannt. Und warum das Ganze gut ist und warum das Ganze jeder Driver machen sollte, das erfahrt ihr in meinem heutigen Video. Mein Name ist Karl Filwock und ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim kommenden Video. Kommen wir zur Beschreibung, was dieser große Arc ist, dann warum die besten Spieler das machen und dann wie wir das Ganze hinbekommen. Und zwar, wenn wir uns das anschauen, dann ist es so, wenn wir die guten Spieler anschauen, dann haben sie im Ausholen den Schlägerkopf möglichst weit weg vom Körper und auch im Durchschwung haben sie den Schläger wieder möglichst weit weg vom Körper. Und das Ganze nennt sich großer oder Wide Arc. Und das machen die guten Spieler nicht einfach nur, weil es schöner ausschaut, sondern weil es dann einfacher wird, dass wir mit dem Driver von innen an den Ball kommen, also wenn wir hier diese Toursticks als Referenzlinie sehen, innerhalb dieser Toursticks oder auf dieser Seite von den Toursticks an den Ball kommen und weil der Schlägerkopf dann eher den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen kann. Warum ist das Ganze so? Das können wir relativ simpel sehen. Ja, das heißt, wenn ich hier meinen Schläger so wegnehme, das heißt, dass meine Hände und mein Schlägerkopf möglichst weit weg von meinem Körper sind, dann ist es so, dass es jetzt viel leichter ist, dass mein Schläger frühzeitig tief am Boden ist und dann schon wieder nach oben schwingen kann, als wenn mein Schlägerkopf dicht am Körper dran ist, ja, dann ist mein Schlägerkopf von der seitlichen Perspektive betrachtet häufig viel zu steil. Ich komme von außen an den Ball, ich schneide den Ball an und ich treffe den Ball in der Abwärtsbewegung. Das heißt, dieser weite Arc hat nicht nur eine optische Bedeutung, sondern auch eine funktionale Bedeutung. Ja? Und zwar machen die guten Spieler das, ohne dass sie den Kopf nach rechts und nach links mitnehmen, weil dann wird das Ganze nicht funktional. Ich zeige euch nachher auch noch eine Übung, bleibt deswegen unbedingt bis zum Schluss dran, wie wir das Ganze vermeiden können. Wie schaffen wir das jetzt, dass wir diesen großen Arc hier bekommen? Und zwar betrachten wir dafür mal meine linke Schulter. Ja? Ich möchte, dass meine linke Schulter ein bisschen sich nach unten bewegt und ein bisschen nach rechts bewegt. Ja? Das heißt, wenn ich das Ganze hier mache, bewege mal meine Schulter nach unten und nach rechts, dann seht ihr, dass mein Schlägerkopf möglichst weit von mir weg ist. Ich mache es noch einmal nach, meine Schulter nach unten und nach rechts, dann seht ihr, ist mein Schlägerkopf möglichst weit von mir weg. Wenn meine Schulter sich gar nicht bewegt und einfach nur mein Schlägerkopf hier hingeht, dann seht ihr, dann habe ich eher einen kurzen Arc. Das heißt, dann ist mein Schlägerkopf relativ dicht an meinem Körper dran und das möchte ich natürlich vermeiden. Sondern Nummer 1, meine linke Schulter geht nach unten und nach rechts. Das können wir hier auch so mit einem Arm schön visualisieren. Das ist Punkt Nummer 1, den wir beachten müssen. Punkt Nummer 2, den wir beachten müssen, ist es jetzt, dass wir wollen, dass dabei die Arme möglichst gerade bleiben. Ihr seht, mein rechter Arm hat eine minimale Beugung. Also er ist hier nicht komplett durchgestreckt, nicht ausgelockt, nenne ich es gerne. Aber er ist auch nicht in diese Richtung angewinkelt. Das heißt, Schulter geht nach unten und nach rechts. Die Arme bleiben möglichst gerade. Aus dieser Perspektive her auch einmal noch mal sichtbar. Meine Schulter geht nach unten und nach rechts. Meine Arme bleiben möglichst gerade. Und die Nummer 3 oder das dritte Thema, was wichtig ist, meine Handgelenke winkeln relativ wenig in dieser ersten Phase an. Das haben eigentlich alle guten Driver der Welt gemeinsam. Im Durchschwung ist es jetzt wieder das Gleiche. Ja, im Durchschwung, wenn ich gesagt habe, meine linke Schulter bewegt sich nach unten und nach rechts im Aufschwung, ist es jetzt, dass meine rechte Schulter nach unten und nach links geht im Durchschwung. Ja? Meine Arme bleiben dabei wieder eher gerade. Achtet jetzt darauf, dass der Kopf nicht bei dieser Bewegung hier nach vorne mitgeht, sondern der Kopf bleibt
auch weit weg von dem Schläger. Ja? Teilweise hat man das Gefühl, dass der Kopf sogar ein bisschen zurückhängt beim Driver. Aus dieser Perspektive betrachtet, linke Schulter nach unten und nach rechts, Arme relativ gerade, wenig Handgelenk und die rechte Schulter geht unten durch, die rechte Schulter geht mit vor, dann sehen wir schon, dass wir eine recht brauchbare Bewegung mit dem Driver jetzt hier eigentlich anstellen. Wem jetzt dieses Problem mit dem Kopf schwerfällt, der kann sich einen Tourstick nehmen und hier habe ich so eine Isolierröhre aus dem Baumarkt, ja, und diesen Stick stecke ich jetzt einmal schräg in den Boden und positioniere jetzt mal mein linkes Ohr an dieser Schaumstoffröhre. Und jetzt mache ich die gleiche Bewegung, die ich eben auch schon gemacht habe. Linke Schulter nach unten und nach rechts, Arme bleiben gerade, wenig Handgelenk. Und das Gleiche auch hier im Durchschwung. Und jetzt schaut ihr, dass ihr diese Bewegung macht, ohne dabei diese Röhre zu berühren. Ja? Wenn wir diese Bewegung schon mal lernen, dann haben wir eigentlich schon 80% unserer Probleme mit dem Driver gelöst, denn das Ganze hier ist die absolute Grundvoraussetzung für gute Drives. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Druck noch mit auf den Ball bekommen und wir wollen natürlich den Aufschwung noch beenden. Und dafür machen wir Folgendes. Wir sagen als erstes, okay, in dieser ersten Phase, wo ich meinen Schlägerkopf möglichst weit weg vom Körper bewege, kurz bevor sich mein Schläger bewegt, darf ich ein bisschen das Gefühl haben, ich bringe ein bisschen Druck in meine rechte Seite, aber in der ganz frühen Phase des Aufschwungs, Druck in die rechte Seite, Schläger wird weggeschleudert. Druck in die rechte Seite, Schläger wird weggeschleudert. Und das Gegenteil wollen wir in der frühen Phase des Abschwungs haben. Ja, in der frühen Phase des Abschwungs wollen wir ein bisschen das Gewicht auf die linke Seite bekommen und dann aber das Gefühl haben, dass der Körper eigentlich zurückbleibt. Ihr seht, mein Gewicht bleibt trotzdem links. Also ein bisschen Druck auf die rechte Seite, Schläger nach rechts, ein bisschen Druck auf die linke Seite, Schläger nach links. Ein bisschen Druck auf die rechte Seite, Schulter nach unten und nach rechts. Ein bisschen Druck auf die linke Seite, rechte Schulter nach unten und nach links. Und das können wir erstmal machen. Das können wir erstmal machen. Und auch schon jetzt mal damit ein paar Bälle schlagen. Und dann schauen wir noch, wie wir den Schwung jetzt wieder weiter zu Ende bringen. Okay, Probeschwung wieder. Erstmal dieses weite Takeaway. Schulter nach unten und nach links. Arme gerade. Wenig Handgelenk, ruhig das Gefühl haben, dass wenn wir das machen, ich ein bisschen von innerhalb dieser Toursticks komme und ein kleines bisschen nach rechts von den Toursticks durchschwinge. Und da können wir erstmal ein paar Drives jetzt wegchippen sozusagen, ja, ohne dass der Ball lang fliegt, einfach erstmal nur, um ein Gefühl für diese Bewegung zu bekommen. So, die Bälle müssen jetzt gar nicht perfekt getroffen sein, aber wir schauen uns jetzt erstmal kurz hier die Zeitlupe aus dieser Bewegung an. Und wir sehen, dass wir einen großen Arc im Aufschwung haben und auch einen großen Arc im Durchschwung haben. Mein Kopf bewegt sich dabei kaum mit. Jetzt wollen wir noch schauen, wie wir das Ganze weiterführen können. Das heißt, wenn wir hier diesen Aufschwung haben, dann sagen wir, okay, jetzt möchte ich meine Arme noch ein bisschen nach oben und nach hinten werfen. Dabei können wir immer schauen, dass das Griffende ein bisschen über den Fersen ist. Aber es reicht, wir müssen es gar nicht so kompliziert machen, dass wir sagen, okay, linke Schulter nach unten und nach rechts, weites Takeaway und jetzt schleudern wir den Schläger hier ein bisschen um den Körper herum. Im Durchschwung wollen wir einfach nur sagen, okay, wieder diesen weiten Arc und jetzt wollen wir auch hier natürlich wieder einen Ball schlagen, ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen und gucken, wie das Ganze funktioniert. Gut, gehen wir die Checkpunkte nochmal kurz durch. Wir sagen, okay, großer Arc, ruhig innerhalb dieser Sticks hier herunterkommen, großer Arc wieder nach vorne. Dann versuchen wir dabei ein bisschen den Druck erst auf die rechte Seite zu bekommen. Schläger nach oben, Druck auf die linke Seite, großer Arc wieder nach vorne. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze mit Ball funktioniert. Also, großer Arc. Großer Arc, das ist die Grundbewegung und dann ein bisschen Geschwindigkeit mit hinzubringen. Okay, das war ein kleiner Fade. Schauen wir uns die Bewegung jetzt auch noch einmal kurz in Zeitlupe an.
Fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir wollen beim Drive einen großen Arc im Aufschwung haben, bedeutet Schlägerkopf möglichst weit weg von den Händen im Auf- wie im Abschwung. Und dabei soll der Kopf nicht nach rechts und nicht nach links mitgehen. Das heißt, der Kopf bleibt möglichst mehr oder weniger auf derselben Stelle, während der Schlägerkopf möglichst weit vom Körper entfernt ist. Das Ganze gelingt uns dann, wenn wir die linke Schulter nach unten und nach rechts bewegen und im Abschwung die rechte Schulter nach unten und nach links bewegen, die Arme erstmal relativ gerade bleiben und wir wenig Handgelenk einsetzen. Das Ganze ist deshalb so wichtig, weil es uns beim Driver hilft, einen flachen Eintreffwinkel zu erzeugen, also den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen, und es hilft uns, eher von innen nach außen an den Ball zu kommen. Ja? Probiert das Ganze zu Hause aus und lasst mich gern wissen, wie euch es gelungen ist. Wie immer wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.